Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen hier beim Hilbi auf dem Kanal. Das ist um die frühe Uhrzeit. Es ist kurz nach 9. Das kann nur eins bedeuten, der Hilbi hat schon Urlaub. Und jetzt geht es hier wieder los mit einer Runde Frühstücks-TV. Wenn der Hilbi Urlaub hat, hat das mehrere Auswirkungen. Erstens, draußen regnet es in Strömen auf über 800 Meter, anstatt dass da Schnee fällt. Ne? Aber wir wissen ja, der Winter beginnt erst am 30. Dezember. Also draußen schüttet es in Strömen. Und was noch passiert, wenn ich Hilbili Urlaub hat an Weihnachten? Jawohl, es gibt jede Menge Kekse und Kaffee und er sitzt nur rum und wird kugelrund. Jawohl. Aber wir haben Zeit, ein bisschen zu quatschen. Genau. Hier, ihr seht schon, heute ein bisschen Gigear.com. Die Steffi und der Georg machen gerade eine coole Aktion hier zum Jahresende. Ne? Da wisst ihr ja, bei solchen Aktionen mische ich hier immer gern ein bisschen mit. Macht mir ja richtig Spaß. Parallel dazu haben wir ja noch das Hillbilly Charity Xmas Giveaway am Start. Das ist wirklich unglaublich. 2430 Euro und ein paar Zerquetschte wurden schon gespendet für den guten Zweck an alle möglichen Einrichtungen. Und wir haben am Sonntag noch die letzte Ziehung vor uns mit den letzten sieben Preisen. Da ein Gewinner beim letzten Mal gesagt hat, komm, ich mache nur so mit, es geht um die gute Sache, schmeiß meinen Preis nochmal in den Sack und verlos ihn die Woche drauf nochmal. Das heißt, am Sonntag haben nochmal sieben Leute die Gelegenheit, einen Preis zu gewinnen. Das heißt, für die Risikoreichen unter euch, die noch nicht mitgemacht haben, siebenmal besteht noch die Chance, okay, bei, ich glaube, 150 Losen ist es jetzt noch risikohaft einzusteigen, aber Mut wird belohnt. Komm, macht doch eine kleine Spende, ein Fünfer an eine Organisation eurer Wahl, schickt mir ein Bestätigungsmail und ich mache für euch noch ein Los in den Pott auf den letzten Drücker und wer weiß, vielleicht habt ihr ja doch noch Glück, aber jetzt probieren wir schon mal die Kekse, die sind voll geil. Boah. Zimtplätzchen. Und Kaffee. Ist ja schließlich Frühstücks-TV, ne? Nur ja, auf Frühstücken. Da sind wir ja schon fast beim Thema. Die Steffi und der Georg haben ein paar coole Artikel aus ihrem Lager genommen. Zwei Fixplates, ein Folder und eine coole Tracer-Uhr. Und hauen die gerade bei eBay raus und spenden 100% des Erlöses an den Bund Deutscher Veteranen. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, da machst du doch gleich mit. Ne? Denn ihr wisst ja, mein Lieblingsspruch, das Universum gibt das Gleichgewicht. Ihr erinnert euch an dieses coole Messer, das mir die beiden mal vor einer Weile geschenkt haben. Ein Wahnsinns... Ja gut, da muss man sagen, das ist ein Kampfmesser. Ne? Das ist für... Das Militär entwickelt worden von Niemeyer Custom Messer produziert worden und das hier ist von dieser Serie, von denen es ein paar im Shop bei Gigear gab und das ist der Prototyp gewesen. Währenddessen die Serienmodelle aus Böhler N690 Stahl waren, war dieses Monster hier erstens noch die Klinge 1 mm stärker mit fast 5,6 mm. Und ist aus pulvermetallurgischem M390 von Böhler gefertigt. Das Zeug ist ähnlich wie Crucial S90V. Das ist ein Höllenstahl und das Teil ist ein Höllenkampfmesser. Ja, nennen wir es beim Namen. Das ist hier kein Messer für den Pfadfinder um die Ecke. Nee, das ist ein ausgewachsener Militärangehöriger. Und das hier ist der Prototyp. Der Unterschied auch noch, hier kann man die Griffschalen abnehmen. Die sind mit gigantischen Torx-Schrauben verschraubt. Ein Riesenklopper. Und hier schließt sich wieder der Kreis. Das Messer habe ich von den beiden geschenkt bekommen. Ich hatte viel Spaß damit. Ich habe es bespielt, ich habe es ausprobiert, ich habe es genutzt, ich habe es verwendet. Gebrauchsspuren sieht man diesem Stahl nicht an. Das Teil ist immer noch razor sharp. Es hat minimalste Spuren auf der Klinge. Wenn man bedenkt, dieses Messer war 3 Runden noch im Einsatz bei der Erprobung, bevor es wieder auf Hochglanz gebracht wurde. Also dieses Messer hat auch Geschichte hinter sich. Ein Wahnsinnsteil, ja. Und hier schließt sich wieder der Kreis, denn dieses Messer möchte ich ebenfalls mit dieser Aktion von Steffi und Georg zugunsten vom Bund Deutscher Veteranen an den Mann bringen.
Und wenn man bedenkt, dass die Serienmodelle aus N690 schon über 300 Euro gekostet haben, dann ist das hier heute das absolute Weihnachtsschnäppchen. Denn ich würde gerne für dieses Messer für den guten Zweck 300 Euro sehen wollen. Ein Wahnsinnsklopper bei diesem Stahl und mit dieser Geschichte und dieser Verarbeitung und als Einzelstück ist es das allemal wert. Ein tolles Teil. Klinge ist aber noch tragbar, denn wir sind hier genauso bei 11,9 cm mit einer Gesamtlänge von fast 24,3 cm. Und dieses Teil bringt hier auch ordentlich was auf die Waage. Da ist nicht an Material gespart. Dieses Teil wiegt 305 Gramm. Das sind 10,8 Unzen österreichischer pulvermetallurgischer Stahl. Das kriegst du nicht kaputt, ne? Also mit diesem Messer kannst du wirklich batonen. Damit kannst du auch deutsche Eiche batonen. Und damit kannst du im Notfall auch mal bei einem Fahrzeug, wenn es sein muss, eine Tür aufhebeln. Da brauchst du keine Angst haben, dass du das Messer verbogen bekommst, ne? Also ein Wahnsinnsteil. Niemeyer Custom Prototyp aus pulvermetallurgischem M390. Im Wahnsinns Weihnachts Werwolf Mitternachts Ausverkauf für den guten Zweck, für den Bund Deutscher Veteranen 300 Flocken Schnäppchen. Und im Gewinner legen wir noch eine Tüte selbstgebackene Hillbilly-Kekse mit rein. Da es ein Prototyp war, wurde dazu nur eine Ledersteckscheide genäht, aber für den taktischen Fan dürfte es kein Problem sein, sich irgendwo dafür eine Molle-kompatible Kydex produzieren zu lassen. Dafür sitzt dieses Monster bombenfest hier drin. Weil super gut genäht und dieser Fingerguard, der geht einfach hier nochmal prima vorne am Leder in so eine kleine Vertiefung. Und dann hält dieses Teil Bombe. Aber ich finde, das hat was. So ein Fighter. Nicht typisch in der Kydex, sondern in so einer richtig großen, schweren Ledersteckscheide. Die Schlaufe ist wirklich großdimensioniert. Na, hier passen drei Finger durch. Das heißt, da kriegst du auch einen wirklich schweren Gürtel durch. Mit dabei natürlich auch diese beiden gigantischen Torx. Schrauber hier, wenn man mal die Griffschalen abmachen will zum Reinigen. Ein Lanyard ist auch noch mit dabei. Und natürlich diese schöne Messertasche. Und weil heute Weihnachten ist, oder was heißt heute Weihnachten, weil Weihnachten kurz vor der Tür steht und das hier so eine coole Aktion ist, habe ich mir gedacht, ja, wenn sich das dann nachher so ein Familienvater vielleicht ersteigert, ne? Und der Junior will ja dann auch mit raus und der Daddy will natürlich schon mit seinem Spielzeug spielen, ne? Man will nicht gleich den Junior ranlassen oder die Freundin, ne, weil das ist ein Spielzeug für Papas, ne? Spielzeug für die großen Kinder. Leg ich einfach noch für den Fall, ne, wenn mit Junior dabei, einfach noch ein niegelnagelneues, rostfreies Mora mit dazu. Dann hat auch gleich der Junior noch was zum Spielen oder unter dem Weihnachtsbaum, ne? Also. Das ist hier wie beim Shopping-TV, Sie bekommen nicht eine Bratpfanne, nein, Sie bekommen nicht zwei Bratpfannen, nein, Sie bekommen zu Preis von einem gleich zwei Messer. Genau, und ein paar Kekse legen wir auch noch drauf. Ne? Coole Sache. Also Leute, überlegt es euch gut. Einzelstück, Wahnsinnsstahl, mördermäßig schwere Verarbeitung. Ne? Das ist ein Messer, das begleitet euch euer Leben lang und anschließend könnt ihr es eurem Enkel vererben. Und für euren Junior zum Spielen gleich mit dazu noch ein rostfreies nagelneues Mora. Also Leute, lasst euch die Aktion nicht entgehen. Die Links stehen natürlich auch nochmal drunter zu den eBay-Versteigerungen von den beiden. Schaut da nochmal rein. Ne? Zwei coole Fixblades, ein Sascha Thiel Folder, cool mit OD Green und schwarzer Klinge. Richtig cooles Teil. Ohne eine Tracer-Uhr haben sie auch noch drin. Richtig cooles Zeug.
haben schon ein paar mitgemacht, die Preise steigen, aber wer weiß, zieht euch das mal rein, bevor die Auktionen vorbei sind. Jawohl. Ich werde jetzt hier meinen Kaffee noch schön genießen. An euch, Steffi und Georg. Der Kreis schließt sich wieder. Ich hoffe, dieses Schätzchen findet einen neuen Besitzer, der genauso viel Spaß damit hat, und wir bekommen 300 Euro für die gute Sache. Es ist ja schließlich Weihnachten. Also wer sich selber noch nicht beschenkt hat, überlegt's mal, Jungs. Richtig geiles Spielzeug. Und für den Junior legen wir auch noch was mit dazu. Also Leute. Das war hier mal Hillbilly Frühstücks-TV an meinem ersten Urlaubstag. Ach, mit rausgehen ist heute nicht wahnsinnig, es schüttet. Naja, mal schauen, was wir uns heute noch ein bisschen einfallen lassen. Vielleicht machen wir noch ein Video oder zwei oder drei. Oder essen noch ein paar Kekse. Oder schon mal eine, oder drei. Na gucken. So kann ich in dem nächsten Video vielleicht schon mal ein bisschen meinen neu umgestalteten, einsortierten Tagesrucksack anschauen, den ich mir dabei habe. Nur ein paar kleine Veränderungen. Aber naja, mal schauen. Wir müssen den Urlaub ja hier irgendwie vollkriegen, ne? Also Leute, danke fürs Reinschauen, fürs Kommentieren, fürs Bewerten, fürs Mitmachen, an die ganzen Leute fürs Spenden, Equipment spenden, Kohle spenden für den guten Zweck. Das ist eine feine Sache. Und hier bei uns wird nicht einfach nur gespendet, ne, ihr habt sogar noch die Chance auf schönen Gewinn, ne? 7 Preise sind noch im Sack vom Weihnachtsmann. Am Sonntag machen wir wieder Verlosung. Zwischen, ja, so 18 Uhr oder so werde ich gucken, dass ich das Video raushaue. Und dann ist die Hillbilly-Aktion auch schon wieder fast vorbei am Sonntagabend, aber nach einer Hillbilly-Aktion ist vor einer Aktion. Ja. Also Leute, bleibt gesund. Habt auch hoffentlich bald einen schönen Urlaub. Ich muss mir ja noch ein bisschen Resturlaub verbunden. Und euch wünsche ich, egal wo ihr seid, einen schönen Tag. Steffi und Georg, euch noch viel Erfolg mit eurer Hillbilly-Aktion. Ich hoffe, da kommt noch richtig gut was zusammen für den guten Zweck. Die Jungs können es wirklich gebrauchen. Ja, und wir sehen uns wieder hier auf dem Kanal. Zum nächsten Video, würde ich sagen. Und bis dahin, habt eine schöne Zeit. Ciao, euer Hillbilly.